Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Steiniger, hier steht eine von 53 richtig guten Leuten aus Nordrhein-Westfalen. Sie haben das ja gerade angesprochen mit Nordrhein-Westfalen. Hier sind wir. Was lange währt, wird endlich gut, kann man vielleicht so sagen, weil Herr Steiniger, auch Sie haben es gerade angesprochen, ist ja nicht erst in dieser Legislaturperiode da eigentlich dafür gesorgt worden, dass diese Salvo jetzt nun mal endlich ans Netz geht. Ich will es mal sagen, seit 9 Jahren sind wir, glaube ich, zugange und versuchen, diese Salvo zu verändern. Und ich bin unserer Ministerin Barbara Hendricks wirklich unfassbar dankbar dafür, dass ihr das hinbekommen habt, also Barbara, ihr und alle, die daran beteiligt waren, dass wir diese Salvo heute verabschieden können. Weil ich nämlich auch glaube, dass wir damit eine Salvo, also Sportanlagen-Lärmschutzverordnung, das ist schon ein Zungenbrecher, dass wir also damit einen deutlichen Fortschritt für den Sport und auch für die Vereine erzielt haben. Und ich glaube, dass die Salvo, ich werde das jetzt immer abkürzen, ne, sonst ist die Redezeit von 3 Minuten ganz ab, die Salvo ermöglicht jetzt wirklich ein gutes Miteinander von Anwohnern und Sport. Sportanlagen-Lärmschutzverordnung. Und die Ausübung von Sport gehört zum guten Zusammenleben einfach dazu. Und mit dieser Verordnung, wir haben es heute schon in der einen oder anderen Rede gehört, schaffen wir eben Klarheit. Bei zum Beispiel der Randbebauung, das ist heute noch gar nicht erwähnt worden, wir haben das fast halbiert, also die Wohnbebauung, die an Sportanlagen rangebaut wird, ist fast halbiert worden. Das finde ich großartig. Ich finde natürlich die Dezibelerhöhung gar keine Frage. Das ist etwas, was wir vielleicht auch nicht ganz so erträumt hätten, dass wir es hinbekommen. Und wir haben natürlich den Altanlagenbonus, also ne, von 1991 gebaut, Sportanlagen, die das haben. Das ist alles gut. Aber ich möchte mir doch etwas wünschen. Weil wir haben das heute viel auch gehört, die Kinderlärmprivilegierung. Ich finde schon überhaupt das Wort Kinderlärm schrecklich, oder? Kinder machen Lärm, Kinder schreien, Kinder brüllen, Erwachsene auch, gar keine Frage. Und ich würde mir wünschen, dass wir gar keine Regelungen mehr schaffen müssen, um Kinderlärm zu verhindern. Also, dass man klagen kann, zum Beispiel, wenn irgendwo was ganz laut ist. Wir haben das im Bundesemissionsschutzgesetz. Ulrike hat gerade davon gesprochen, von der BIMSCH. Ich will es auch mal einmal kurz aussprechen. In diesem 22G haben wir das leider drinstehen, dass nämlich Sportanlagen genau davon ausgenommen sind, ja, dass man also Kinderlärm privilegiert oder dass Kinderlärm unschädlich ist. Und deswegen glaube ich auch, dass wir vielleicht bei der BIMSCH, wir haben ja noch eine ganze Menge vor in dieser großen Koalition, richtig, also bis September arbeiten wir ja voll durch, da können wir mal gucken, ob wir nicht bei der BIMSCH, wie du es so schön gesagt hast, noch ein bisschen nachbessern können, weil ich immer glaube, dass Kinderlärm etwas ist, was wir alle akzeptieren müssen. Und da ist es auch egal, ob da ein Anwohner jetzt klagt oder nicht. Das kann doch nicht wirklich sein. Und wir wollen doch nicht unseren Ruf als kinderunfreundliches Land so weiter stärken. Wir müssen zusehen, dass wir mal ein bisschen darauf gucken, was Kinder machen, wie wichtig das ist. Und deswegen bleibe ich dabei, mit der heutigen Verabschiedung der Salvo haben wir einen Fortschritt für den Sport gemacht. Und wenn wir noch beim Bundesemissionsschutzgesetz für Kinder noch ein bisschen nachsteuern, dann kann ich nur sagen, Kinderlärm ist Zukunftsmusik. In diesem Sinne, einen schönen Tag Ihnen noch. Vielen Dank.